Aber allen unseren Wünschen zum Trotz lautet die Wahrheit, es ist kein Ende der Pandemie in Sicht. In Deutschland verzeichnen vor allem die Metropolen viele Neuinfektionen und insgesamt hat sich das Infektionsniveau in der Bundesrepublik in den letzten Wochen verdoppelt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die Risiken für die Gesamtentwicklung insgesamt sind dennoch unübersehbar. Und deswegen müssen wir alle Menschen in Niedersachsen herzlich bitten, bleiben Sie vorsichtig. Helfen Sie mit, dass es keine neuen Infektionen gibt. Nur wenn wir alle vernünftig sind, können wir frei und sicher leben. Wenn zu viele von uns unvernünftig sind, dann riskieren wir die Gesundheit von vielen anderen Menschen und auch Einschränkungen unserer aller ganz persönlichen Freiheit. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben es selbst in der Hand. Wir ziehen Lehren aus den bisherigen Erfahrungen und wir halten fest an dem hohen Schutzniveau für die Menschen bei uns in Niedersachsen. Grundlage insgesamt ist eine noch stärkere Betonung der AHA-Regeln. Abstand, Hygiene, Alltagsmaske. Das ist und bleibt das Fundament des Infektionsschutzes. Wir bemühen uns in der Verordnung darum, auf dieser Grundlage klare Regeln festzulegen, die für Bürgerinnen und Bürger gut verständlich sind. In geschlossenen Räumen ist eine Maske nötig, es sei denn, der Mindestabstand ist sichergestellt. Es gibt nicht wenige Beispiele dafür, dass bei solchen Zusammenkünften und auch in größerer Zahl kein Abstand, keine Maske, keine Hygieneregeln beachtet werden. Das gilt etwa für Scheunenpartys, von denen aus manchen Regionen berichtet wird, aber auch für Zusammenkünfte von Großfamilien. Und deswegen soll künftig eine Grenze von 25 Personen bei privaten Zusammenkünften in privaten Räumen gelten. Der weit überwiegende Teil der Bürgerinnen und Bürger macht mit und hilft durch eigene Vorsicht, das Virus in Schach zu halten. Lassen Sie uns mit Umsicht und mit Vorsicht in die nächsten Monate gehen. Das ist die beste Grundlage dafür, dass wir die Krise auch weiter erfolgreich in Niedersachsen meistern werden. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.